ist dynamisch. Eine Fahrmaschine. Und flexibel. Der neue Saab 9.5 Kombi. Ein Automobil für alle, die sich für Fahrleistungen, Sicherheit, Design, Handling und Vielseitigkeit begeistern. Sehen wir uns einmal an, wie der Saab 9.5 Kombi mit seinem 2,3 Liter Turbo-Triebwerk und automatischer Niveauregulierung im Vergleich zu seinen wichtigsten Wettbewerbern im Premium-Segment abschneidet. Volvo V70 mit 5-Zylinder, 170 PS Motor. Audi A6 Avant mit V6 Motor und 165 PS. BMW 523i Touring mit 3-6-Zylinder und 170 PS. Und schließlich gegenüber dem Mercedes 240T mit V6 und 170 PS. Was ihr Design betrifft, hat jedes dieser Automobile eine unverwechselbare Identität. Der Rest ist ganz einfach eine Frage des persönlichen Geschmacks. Der Volvo ist jedoch zweifellos in die Jahre gekommen. Er hinterlässt zwar einen robusten Eindruck, aber seine kantige Form ist heute ganz einfach nicht mehr aktuell. Der Audi ist solide, gut gebaut. Er strahlt in jeder Hinsicht Qualität aus. Der Kombi macht jedoch im Vergleich zur progressiveren Linienführung der Limousine einen etwas zahmen Eindruck. Auch der BMW ist nicht in jeder Beziehung länger modern, aber ein dynamisches und funktionelles Auto. Er strahlt eine große Dosis Selbstsicherheit aus. Der Mercedes verbreitet die gewohnte Aura von Luxus und Qualität. Er verlässt sich sehr stark auf sein Prestige und wirkt schwer und konservativ. Schließlich der Saab. Er bietet ein frisches, dynamisches, aerodynamisches und unverwechselbares Design. Klare um das Heck des Fahrzeugs herumfließende Linien. Die akzentuierte C-Säule unterstreicht die Dynamik dieses Automobils. Sie verspricht Fahrleistungen und Fahrvergnügen. Die Karosserie des Automobils sagt eine Menge über den Innenraum. Der Innenraum des Volvos macht ebenfalls einen kantigen Eindruck. Der Fahrerplatz ist jedoch komfortabel und gut gegliedert. Diese Sitze zählen zu den weltweit besten. Die Rücksitzbank ist geräumig und komfortabel mit ausreichender Beinfreiheit. Der Platz in der Mitte ist jedoch auf langen Strecken nicht gerade ideal. Der Audi beeindruckt durch sein gutes Raumangebot. Hier ist Perfektion in jedem Detail angesagt. Aufgeräumt und funktional, aber schon an der Grenze zum Langweiligen. Hier mangelt es einfach an Persönlichkeit. Die Sitze sind flach und hart, so wie dies bei Audi üblich ist. Und eben auf längeren Strecken eher unkomfortabel. Überraschenderweise fehlt eine verstellbare Lendenwirbelstütze ganz in der Serienausstattung. Die Rücksitzbank bietet etwas mehr Platz als im Volvo. Die Sitzbank ist jedoch relativ hart. Auch der Platz in der Mitte empfiehlt sich nicht gerade auf langen Strecken. Der BMW andererseits verwöhnt seine Insassen. Möglicherweise ist er etwas altbacken, aber man spürt, dass dieses Auto von Menschen mit einer Passion fürs Autofahren gebaut wurde. Die Sitze sind komfortabel und sorgfältig entwickelt, aber auch hier fehlt eine verstellbare Lendenwirbelstütze bei der Serienausstattung. Die Rücksitzbank ist komfortabel, jedoch praktisch nur für zwei Personen konzipiert. Auch was die Beinfreiheit anbetrifft, wird es eng. Der Mercedes hat einen luftigen Innenraum und bietet viel Platz. Die Atmosphäre ist exklusiv, gleichzeitig ziemlich traditionell. Und es fehlt der Qualitätseindruck, den man von Mercedes gewohnt ist. Hinten ist beeindruckend viel Platz. Der Fond ist breit und komfortabel. Drei sitzen gut, zwei sehr komfortabel. Im Saab fühlt man sich auf Anhieb zu Hause. Das inspirierende Cockpit entspricht dem der Limousine. Es verwöhnt den Fahrer, ist robust und gehört zu den Besten seiner Klasse. Dies gilt auch für die Sitze. Und für den Saab-Kombi gibt es selbstverständlich auf Wunsch auch die ventilierten Sitze. Im Fond ist viel Platz, exzellente Beinfreiheit und komfortable Sitzplätze, auch für drei. Größer als der Volvo, aber nicht so geräumig wie im Audi und Mercedes. Fassen wir die Stärken und Schwächen des Saab bisher zusammen. Sein Design spiegelt Leistung und Dynamik. Der Fahrerplatz gehört eindeutig zu den allerbesten. Die Rücksitzbank bietet Komfort für drei. Aber ist nicht so geräumig wie der Audi oder Mercedes.
Diese Fahrzeuge gehören hinsichtlich ihrer Sicherheit zu den allerbesten. Sicherheitsfahrgastzelle, Knautschzonen und Seitenairbags sind selbstverständlich. Trotzdem gibt es bestimmte Unterschiede. Der Volvo zum Beispiel basiert auf relativ alten Konstruktionslösungen und fällt damit aus der absoluten Spitzengruppe etwas heraus. Der Audi hat kein integriertes Gurtkissen, jedoch dafür Seitenairbags im Fond. Auch der BMW bietet Seitenairbags im Fond sowie Kopfairbags vorn. Für den Mercedes sind auf Wunsch hinten zwei integrierte Gurtkissen verfügbar. Beim Saab sind die A, B, C und D-Säulen durch hochfesten Stahl verstärkt, der beim Seitenaufprall, beim Überschlag und beim Heckaufprall für zusätzliche Sicherheit sorgt. Der Saab ist natürlich auch mit der aktiven Kopfstütze SAR ausgestattet und den zweiteiligen Kopf-Thorax-Airbags. Zusätzlich gibt es ein einmaliges System für die Sicherung von Gepäckstücken, das wir uns gleich noch etwas näher anschauen werden. Der Saab gehört eindeutig zu den sichersten Automobilen der Welt, auch wenn er hinten keine Seitenairbags hat, wie zum Beispiel BMW und Audi. Sehen wir uns einmal an, wie sich diese Autos fahren lassen. Und was passiert, wenn man sie wirklich auf Herz und Nieren testet? Wir beginnen mit dem Volvo. Hier kommt am Lenkrad Freude auf. Auch auf kurvenreichen Straßen. Die Lenkung reagiert gut, das Getriebe ist fein abgestimmt. Der Fahrkomfort ist ebenfalls gut, zählt jedoch nicht zu den besten. Das Fahrwerk schluckt Unebenheiten weniger gut. Straßen- und Windgeräusche sind hier am lautesten. Bei provozierender Fahrweise verhält sich der Volvo jedoch perfekt. Die Ausgewogenheit ist exzellent, das Handling konsequent. Jetzt zum Audi, der gerade Strecken vorzieht. Das Fahrverhalten ist stabil und präzise. Auf kurvenreichen Strecken macht das Auto jedoch einen behäbigen Eindruck. Ihm mangelt es an Spontaneität. Das Getriebe funktioniert gut, inspiriert aber kaum zu sportlicher Fahrweise. Der Fahrkomfort kommt auf guten, geraden Strecken am besten zur Entfaltung, auch wenn die Federung straffer abgestimmt sein könnte. Der Audi neigt sich beim schnellen Durchfahren von Kurven und hat die klare Tendenz, über Unebenheiten hinwegzustuckern. Wird der Audi hart rangenommen, verhält er sich trotzdem in jeder Weise sicher und stabil. Der BMW fährt sich mit seinem Hinterradantrieb auf allen Fahrbahnen agil und bereitet Fahrfreude. Präzision, Feeling und Komfort sind hier großgeschrieben. Die Lenkung arbeitet exakt, wie auch das Getriebe. Aber das Triebwerk kommt erst bei höheren Drehzahlen richtig zur Entfaltung. Beim Ausweichmanöver verhält sich das Fahrzeug völlig unvorhersehbar und bricht mit dem Heck aus. Der Grund dafür ist, dass BMW die Hinterradaufhängung verglichen mit der Limousine erheblich umgearbeitet hat, um im Heck des Touring mehr Gepäckraum zu schaffen. Aber wie man sieht, geht dies zulasten der Stabilität. Der Mercedes hat ebenfalls Hinterradantrieb und verhält sich konsequent und ruhig. Aber auch er ist behäbiger und fordert eine feste Hand. Dies gilt auch für den Schalthebel. Eindeutig ein Auto für die Autobahn. Ruhig und komfortabel und mit exzellenter Ausgewogenheit zwischen Stabilität und Komfort. Auch auf schlechten Straßen. Wird der Mercedes gefordert, bleibt er stabil und ruhig. Auch wenn das Heck etwas ausschwenkt. Nun der Saab. Er vermittelt Fahrfreude und Fahrspaß. Das straffe Fahrwerk verzeiht Fahrfehler. Und der Kombi verhält sich jederzeit vorhersehbar. Auch bei hoher Geschwindigkeit und auf kurvenreichen Strecken. Die Lenkung ist präzise und reagiert eindeutig. Sie gehört jedoch nicht zu den besten der Klasse. Dies gilt auch für das Getriebe. Andererseits ist der Saab extrem leise, definitiv einer der besten seiner Klasse. Das Einfahren in den Grenzbereich nimmt der Saab gelassen. Das Handling ist souverän, ruhig und kontrolliert. Der Saab bereitet unterwegs viel Fahrspaß und Fahrvergnügen. Sein Verhalten ist jederzeit stabil und vorhersehbar. Lenkung und Getriebe sind gut, gehören jedoch nicht zu den besten der Klasse. Fahrleistungen kann man in vieler Weise messen. Bei Saab sind wir seit jeher der Meinung, dass man Fahrleistungen als Beschleunigung von 80 bis 120 Stundenkilometern im fünften Gang messen soll. Hier werden echte Fahrleistungen tatsächlich gebraucht, zum sicheren Überholen und ohne herunterschalten zu müssen. Ein Blick auf die Drehmomentkurven zeigt deutlich, was wir meinen. Wie man sieht, bietet der 2,3 Liter LPT Turbo von Saab hervorragende Fahrleistungen.
280 Newtonmeter bei nur 1800 Umdrehungen pro Minute. Und man spürt den Unterschied. Beim Überholen beeindruckt der Saab mit der besten Beschleunigung. Was die Fahrleistungen betrifft, bietet der Saab bei Weitem das beste Drehmoment. Das birgt für das schnellste und sicherste Überholen. Dieser Leistungsvorteil geht jedoch etwas auf Kosten des Verbrauchs, der marginell höher ausfällt als bei einigen Fahrzeugen der Wettbewerber. Sehen wir uns jetzt einmal an, was der Saab bei der Zuladung und Vielseitigkeit zu bieten hat. Wir beginnen mit dem Volvo. Nachdem man einmal die schwere Heckklappe aufgestemmt hat, freut man sich über einen beeindruckend breiten und großen Gepäckraum, ohne Hindernisse. Der Gepäckraum ist auch bei umgeklappter Rücksitzbank flach, eine effiziente Ladeplattform. Auch der Audi hat eine schwere Heckklappe. Die Gepäckraumfläche ist etwas größer als beim Volvo. Die Form der Karosserie verhindert jedoch eine effektive Ausnutzung des Gepäckraums. Bei umgeklappter Rücksitzbank ist der Gepäckraumboden nicht flach, weil sich die Polster der Rücksitzbank nicht nach vorn klappen lassen. Der BMW hat einen flachen, fast schon rechteckigen Gepäckraum ohne Hindernisse. Aber die Fläche ist eindeutig kleiner und tiefer als bei seinen Wettbewerbern. Der BMW ist jedoch mit ausziehbarem Gepäckraumboden verfügbar, der allerdings nur für ein Gewicht von 75 Kilo ausgelegt ist. Kaum ausreichend, um einem Erwachsenen einen Sitzplatz zu bieten. Der BMW bietet jedoch eine Lösung, die keiner der Mitbewerber aufweist. Die Heckscheibe lässt sich separat öffnen. Die Heckklappe des Mercedes lässt sich leicht öffnen und gewährt Zugang zu einem beeindruckend großen Gepäckraum. Mit einem Volumen von fast 2 Kubikmetern bei umgeklappter Rücksitzbank. Weiter zum Saab. Die Heckklappe öffnet sich leicht und es sind an den Seiten keine Gasstoßdämpfer im Wege. Die Beleuchtung ist in dieser Klasse unübertroffen. Zwei Leuchten erhellen den Gepäckraum, zwei Warnlampen leuchten rot nach hinten. Der Saab ist das einzige Auto seiner Klasse mit stabiler Hutablage, die über dem Gepäckraumboden ausgeklappt vor neugierigen Blicken schützt und außerdem geräuschdämmend wirkt. Diese Hutablage lässt sich leicht einklappen und ganz aus dem Auto herausnehmen. Der Gepäckraum ist groß und hoch. Es gibt praktisch keine Hindernisse. Er ist jedoch nicht so breit wie im Volvo beispielsweise. Der Grund? Für Saab sind Fahrkomfort und Fahrverhalten enorm wichtig. Daher haben wir die gesamte Hinterradaufhängung von der Limousine übernommen. Die Rücksitzbank lässt sich nach vorn umklappen und ganz aus dem Fahrzeug herausnehmen. Bei ganz oder teilweise umgeklappter Rücksitzbank ist der gesamte Gepäckraumboden flach. Was fehlt, ist jedoch eine Durchlademöglichkeit durch die Rücksitzbank. Auf sie wurde jedoch bewusst verzichtet, um den Schutz der Insassen vor in den Innenraum eindringenden Gepäckstücken zu verbessern. Saab bietet aber ein einzigartiges System zur Ladegutsicherung mit zwei Ladegutsicherungsschienen, die in den Gepäckraumboden auf jeder Seite eingelassen sind. Eine Lösung, die wir aus dem Flugzeugbau übernommen haben. Die Sicherungsösen können in beliebigen Positionen an den Schienen fixiert werden. Die Gepäckstücke werden dann mit Spannbändern oder mit einem Ladegutsicherungsnetz fixiert. Diese Schienen funktionieren auch, wenn das Fahrzeug mit einer Gepäckraummatte ausgestattet ist. Sie können aber auch mit Gummistreifen abgedeckt werden, wenn sie nicht benötigt werden. Es gibt eine Menge praktischer Staufächer im Boden und an den Seiten, wo der CD-Wechsler montiert wird oder auf Wunsch ein Basslautsprecher. Auf Wunsch ist ein ausziehbarer Gepäckraumboden verfügbar, der beeindruckenden 200 Kilo standhält und der auch perfekt zusammen mit den Ladegutsicherungsschienen funktioniert. Wird dieser ausziehbare Boden nicht benötigt, liegt er flach an den Seiten des Gepäckraums an. Weitere Beispiele von praktischem Zubehör sind ein Gepäckraumschutznetz, ein Schutzgitter, ein Gepäckraumteiler sowie eine Zusatzsteckdose. Für alle, die auch Dachlast transportieren möchten, gehört die integrierte Dachreling zur Serienausstattung. Dazu gibt es für den Kombi ein komplettes System von Lastenträgern, vom Skiträger bis hin zu Fahrradträgern. Was Zuladung und Flexibilität betrifft, ist der Saab eine extrem starke Alternative mit mehreren einmaligen Ausstattungslösungen. Es fehlt praktisch nur die Durchlademöglichkeit für die Rücksitzbank, die jedoch aus Sicherheitsgründen bewusst weggelassen wurde. Letztendlich geht es um die entscheidende Frage, wie verhalten sich die Fahrzeuge im Test bei maximaler Zuladung? Der Volvo verhält sich mustergültig, stabil und kontrolliert. Auch der Audi ist stabil, obwohl etwas schwerfälliger.
Der BMW ist bei weitem der schlechteste. Das Heck bricht gefährlich aus. Die Traktion geht vollständig verloren. Der Mercedes schwenkt etwas mit dem Heck aus, lässt sich jedoch problemlos hantieren. Und schließlich der Saab. Auch wenn ansatzweise ein Ausschwenken feststellbar ist, das Auto bleibt ruhig und stabil. Der Saab-Kombi gewährleistet die totale Kontrolle. Es ist deutlich geworden, dass der Saab 9.5 Kombi in einem extrem hart umkämpften Segment antritt. In einigen Aspekten hat er das Nachsehen, in anderen wiederum liegt er eindeutig vorn oder ist mindestens genauso gut wie die Wettbewerber. Der Saab ist ein dynamisches Auto für begeisterte Autofahrer, die Design, Fahrleistungen, Sicherheit, Handling und Vielseitigkeit genießen möchten. Der Saab 9.5 Kombi ist ein starker Wettbewerber.